Hallo. Sehr schön, sehr schön. Und da haben wir direkt auch noch ein Pferd zu verkaufen. Ist doch Das ist prima. toll, das ist wunderbar. Ja, nicht? Durch eine Büffelherde. Das Ja. kann nur ich. Wir brauchen doch Ein Riesenspaß. Ah, ich muss mein Pferd gucken, Ehemann. Aber sonst hast du Und eine keine. Handanlage ist ja auch noch. Warte mal, ich muss mal kurz laden. Ja, moinsen. Einen habe ich. Aha. Hallo, rein Zwei direkt habe mal. ich. Ach, Manno. Lass mich mal laden. Ey, Meister, du schießt auf ein Pferd, was wir verkaufen wollen. Einen nervigen Büffel, dann los. Oh, mein Pferd ist hier. Oh. Ach ja, das folgt ja dir. Ich darf ja da nicht absteigen. Kann mal einer. Ehemann, du musst jetzt mal die Hand da looten. Ja, ich kann halt hier. Bin ja schon da. Looten kann ich gut. Warte, wo gibt's hier was? Du solltest das auch nicht tun, Manu, weil dir ein Esel und ein Pferd folgt. Ach so. Hast du doch gerade, du hast das gerade selber gemacht. Nee, hab ich nicht. Ich wollte, aber dann ist das Pferd sich bewegt. Was? Dann wollte mein Pferd hinterher. Wie viel habt ihr jetzt insgesamt? Drei hatte ich. Da hinten liegt nur einer. Da ist auch wieder. Am Lagerfeuer vorbei. Rechts am Lagerfeuer. Rechts am Lagerfeuer vorbei. Und dann noch weiterlaufen. Richtung. Nein! Komm zu mir, Schatz. Nordwest, Südost ist immer sehr hilfreich. Süd. Von mir aus gesehen Süd. Von mir aus gesehen Süd. Du stehst doch vor. Ja, jetzt habe ich ihn auch gefunden. Von mir aus gesehen Süd. Es gibt nur ein Süd. Das ist nicht dein Pferd. Ach, das andere. Ja, sie sehen gleich aus. Wir müssen uns von dieser Büffelherde fernhalten. Ich bin genau reingeritten. Du solltest nicht so schnell reiten. Dein Pferd kommt sonst. Ich habe Angst vor Büffel! Achso. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Büffeln gemacht. Ja. Echt? Wie kommt das? Sei still. Was hast du da verkehrt gemacht, als das passiert? Mein Mann war zu dämlich, einen Büffel zu streicheln. Wir sind ja schon wieder am Fluss. Guck mal, wir reiten den gleichen Weg zurück, ne? Ja. Du hättest jetzt das Pferd mitnehmen können. Nee, das war woanders. Vielleicht. Naja, aber man weiß das ja nie so genau, ne? Außerdem bin ich froh, dass ich das habe, weil das reitet wenigstens vernünftig. Das andere ist wirklich irgendwie. Ich reite auf dem anderen, es reitet gut. Hier. Es reitet sehr gut. Ja, ich weiß nicht. Bei mir nicht. Ne? Das ist gut. Ach, wir suchen uns, weißt du, was nicht so gut ist, das wird dann verkauft, das wird dann ausgetauscht, ne? Wie so eine Billigware, weißt du, so. Ma. Ja, wenn das doch nicht richtig läuft. Hatten wir das Thema nicht schon mal? Ja. Ich meine auch. Jetzt haben wir zwei Esel. Ich glaube, ich spinne. Hat der Esel eigentlich schon einen Namen? Nein. Den kriegt sie, wenn wir gleich zu Hause sind. Ach, sie. Ja, das ist ja. Ja, natürlich. Barney kriegt jetzt eine Freundin. Ja. Ich hoffe, dass sie niemals Kinder machen. Oh, kleine Eselbabys. Eselbabyfleisch. Nein. Was ist das denn? Das kann man nicht pflücken, ne? War doch so Lavendel, oder? Mit roten Bohnen.
im Topf gekocht. Oder? Kann man das? Nee, kann man wahrscheinlich nicht. Ich will das haben. Da hinten steht Hans. Kann man tatsächlich nicht schlucken. Komisch. Hallo. Aber brauchen. Da hinten steht Hans. Ja. Hans Dampf in allen Gassen. Der dampft nicht nur in Gassen, du. Tja. Der grinst sogar in Milch, du was? Irrtum 3? Wenn alles ver- ja. Ja. Warum muss ich jetzt? Weil mir dann wieder das Pferd abhaut. Siehst du? Mann, du bleibst stehen! Ich laufe jetzt nicht deinem blöden Gaul hinterher, sag ich dir. Deswegen habe ich gesagt, ich gehe nicht von dem Pferd runter, aber nein. Jetzt darfst du weiter reiten. Wohin denn? Nach Hause. Ja. Das ist so genau, wo es ist. Wenn ihr alles verkauft, was bei Tiptop nicht funktioniert, dann lauft ihr demnächst, lauft ihr in den Rennstimulator demnächst alle zu Fuß. Wahrscheinlich. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Habt ihr diesen komischen Fuchs da erschießen? Eine Hyäne. Da macht ja nichts. Ja, moinsen, wer bist denn du? Soll ich ihn erschießen? Nein! Bleib, komm hierher, damit das Pferd nicht abhaut! Der hat. Oh, warte mal. Der hat Apfelbaumsamen. Sind das jetzt die, die wir brauchen? Ja, bestimmt. Muss doch. Also, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. Das kaufen wir die, ja? Haben wir Geld? Ja. Ja, also ich hätte nur. Ich habe auch Geld, glaube ich. Ich habe den einen da. Wie viel habe ich denn? Warte mal. Ich nehme mal 10 Stück. Wir sollten jeder 10 Stück haben, dann haben wir alles. Ja, ich habe $65. Warte mal, was hat der noch gehabt? Äpfel. Die Bandline Gold. Die haben wir doch auch, oder nicht? Die haben wir auch, ja. Tatsächlich. Die kostet hier bei ihm $90. Aha. Und ein schöner Whisky. Oh, Manu, kauf dir mal. Warte mal, ich will das den Zuschauern zeigen. Wie teuer ist der? 50. Ich kauf mal einen Whisky, ne? Ja. Ja, für 50 Cent kann man sich mal einen gönnen. Das stimmt. Echt? 50 Cent? So, und dann zeige ich euch mal, wie das ist, wenn man Whisky trinkt. Welches Pferd muss ich denn jetzt nehmen? Epona, ne? So. Wie kaufe ich denn hier den Äpfel? Doppelklick auf die. Nicht die Äpfel, du musst die Samen nehmen. Achso. Doppelklick. Den. Was ist das? Hanfsamen. Ein Whisky reicht nicht. Nicht? Nee, bringt gar nichts. Ich kaufe auch mal ein Whisky. Warte, dann kaufe ich mehr. So. Dann kaufe ich 5. Den muss man trinken? Ja, mit Rechtsklick. Rechtsklick. Also, da geht gerade mal die Hälfte des Dings, aber es ist schon sehr, wie soll ich sagen? Nun ja. Na super, ich bin Knüdde, ich glaube. Warte mal. Bleib mal stehen. Ist der noch da? Warte mal. Ich zieh mir die volle Dröhnung. Oha. Ich hab Durst. Oh, wo sind die Reisetabletten? Bin nicht ganz voll, aber fast. Bleib mal Bleib mal stehen, ich brauch dein Pferd. Oh, oi. Oi, oi, der Daus. Ja, ich hab auch hier. Ich hab 10 Flaschen Whisky intus. Ey, der Daus. Ey. Wer kommt da geritten? Boah, das schwammt voll. Das lohnt sich. Da muss man schon ein paar genommen haben. Pass auf, und jetzt kommen Banditen. Das wird ja lustig. 5. Voll gut.
kommt mein Pferd. Mein Pferd kommt. Oh. Oh Gott. Also, warum rennt dieses Schaf denn hier rum? Ich meine, la, la, ist das ja gedacht. Oh. Es schwankt alles ein bisschen, ne? Ist windig. Sind wir bald zu Hause? Oh. Hat hier jemand die Kotztüten bei? Und wir als Zuschauer müssen das ausbaden. Wir sind schon richtig schlecht. Es ja, tut mir auch. Mir ist auch so leid. Ehemann. Nie wieder Alkohol. Echt? Oh, das ist noch ein paar Stunden zu früh für dieses Fahrzeug. Ach so. Morgen. Das kommt meistens später. Ja, ich kenne mich da noch nicht aus, Mann. Ja. Ich glaube, da vorne, wenn ich ganz genau hingucke, steht Hans. Ich kann es morgens noch nicht machen, also das ist nun mal so. Das stimmt. Das Kasimir-Syndrom. Ja, wenn ihr wüsstet, dass ich ja tatsächlich... Bleibt doch mal... Jawohl! Weil wir hier steht da Hans. Da ist ein Kaninchen. Hier steht Hans. Kann man das fangen? Ich kann nicht. Wenn ich jetzt von dem Pferd runtersteige, ist mal das Pferd... Vergiss es. Versuch. Nein, das Pferd ist weg, ich sag's dir. Ich lauf nicht dem Pferd hinterher! Warum steigst du ab? Wo willst du hin? Weil ich ehemal gesagt habe, ich habe ehemal gesagt, er soll Hanf pflücken. Aber Hanf. Nicht so fassend. Wir haben so viel davon zu Hause. Toll wie 1000 Russen, ey. Wir müssen, glaube ich, guck mal, oben im Büffel, oder? Ja, geh mal hin. Ey, nee, die sind nicht lieb. Wahrscheinlich ist das keine Flasche, sondern immer nur ein Doppelter. Es könnte bei mir, ich bräuchte nur einen Fingerhut voll, da würde ich schmutzige Lieder singen. Und ich kann schmutzige Lieder singen, glaub's mir. Ja, das... So, was ist denn das? Warte mal, können wir das mit Essen irgendwie aufwerten? Dass es besser wird? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Ich tu mir mal ein paar Kaktusse rein. Das hat bestimmt Wechselwirkung. Was ist das da vorne? Sind das Wölfe? Wo denn? Da ist so ein bisschen verschwommen alles, ne? Jetzt wisst ihr, warum ich nie wieder trinken möchte. Wir müssen eh weiter da hoch. Also wir können an den Wölfen vorbei. Wo hoch? Wir müssen in nördliche Richtung, ja. Ja, genau. Katze. Ach, das sind Katzen. Ach so. Wir sind Katzen. Ach, das war aber keine Katze. Machen aber komische Geräusche, die Katzen. Was Dein ist Glück. Das? Ich will mal wissen, was ist das? Kommt jetzt. Ist da nicht mehr auszuhalten. Boah, die Bäume wackeln. Alter, wackeln die Bäume. Ey, was willst du denn von mir? Geh mal weg in Wolf. Hau ab! Also, jetzt mal echt. So. Hängt mein Pferd fest oder nee? Es kommt. Pferd! Pferd! Haben wir Katzenmilch? Katzenmilch? Ja, das waren Katzen, hat Guru gesagt. Die kann man streicheln und die schnurren immer. Ah. Ich glaube, wir reiten in die... Wir reiten in die, richtige Richtung. Ja, ja, das ist schon das. Sieht gut aus. Hier war das hier Baumwolle? Kannst du mal... wenn ich jetzt absteige, dann ist mein das Pferd ist Baumwolle, wieder weg. Ja. Ja. Nehme ich nochmal eben mit. Hier ist noch Hans. Wo Hans überall rumsteht, ne? Das ist wirklich unfassbar. Ja, gubbelt doch irgendwas. Was ist das denn? Aber soll ich euch was sagen? Halb so viel ist, da wackelt der Boden genauso noch immer, ne? Irgendwo ist hier so ein Drecksachs. Hilft Katzenmilch, wenn man besoffen ist? Nein, aber die Wölfe freuen sich. Ja? Vor allen Dingen, wenn Manu sie füttern möchte. Was? Nee, wie bitte? Ja.
guck mal, dein Pferd hat jetzt schon gelevelt. Ja. Jetzt muss ja. ich doch mal gucken, wie sie ihr Pferd gelevelt hat. Guck mal hier, machen wir mal bestimmt hier in Energie, ne? So. Aber das verkaufe ich gleich. Du willst Epona verkaufen? Ja. Was ist hier Epona die zweite? Du musst jetzt vom Pferd fallen, bitte. Du wurdest mit dem Schneeball getroffen. Ey. Ich war's nicht. Da steht viermal Hans. Ich kann's sehen. Meist zurück. Ich sehe nicht doppelt. Wer schießt hier eigentlich? Ja, immer diese Banditen, ne? Letztlich. Nee, mein Schaffstatt doch aufs Pferd. Logisch. Ich kann noch reiten, das geht noch. Ich nehme dir. Oh, da vorne sind. Oh, das ja, wird jetzt interessant. Da vorne sind Banditen. Links. Da vorne sind Banditen. Das wird jetzt interessant. Kommt ihr zu mir oder nicht? Ja, wenn wir wissen, wo du bist, dann. Ach, da. Hier, wo die Baumwolle steht. Hatte die hier gerade gesehen? Da geradeaus zum Banditen. Drei Stück, so wie ich das sehe. Da, oder was? Da lang. Ah, ja. Hier. Okay. Ja, doch, die hatte ich vorhin auch gesehen. Ja, viel Freude wünsche ich euch. Mal sehen, wie gut ihr trefft. Ich treffe sowieso immer. Das sind drei. Sag ich doch. Das sind drei, habe ich gesagt. Oh ja, lass mal nach. Ich treffe sie nicht. Einen habe ich schon. Weiß er, bleib mal stehen hier. Ich bin besoffen und besoffen. Alter! Lebt der immer noch? Jetzt nicht mehr. Das hat ein bisschen viel Kugel gekostet. Aber nur gut, wir haben oh, 7-mal Munition dazu. Bisschen Geld, das ja. ist doch okay. Wie vor mir ist auch nur einer, ihr Mann. Wenn ich runtergehe vom Pferd, ist das Pferd weg. Ja. Was ist denn hier eigentlich? Ja, nochmal 5 und 3. Das ist doch auch nicht schlecht. Was kann man machen? In Outlaws of the Old West wirft man mit Pferdeäppeln. Das wäre ja cool. Ah. Ich sehe unser Haus. Oh, Gott sei Dank. Ich will nur noch eins. Mein Bett! Ach, ich habe ja noch ein Pferd. Pferd! Ahü! Ich weiß, dass du es kannst. Du bist schneller als Epona. So krieg ich eigentlich einen Schneeball ab? Ich habe gar nichts gemacht. Oh, danke schön, Guru. Ich krieg eine Cola, Gott sei es gedankt. So, jetzt kann dieses Pferd wegen mir abhauen, das ist mir wurscht. Lauf zu deinem Frauchen, los, lauf. Ja, lauf hin zu deinem Frauchen. Nee, das müssen wir leider verkaufen. Mit dem ist was. Mit dem ist was nicht in Ordnung, ne? Ja. Die sind da. Ich kann es kaum glauben. So. Pferdchen. Blei. Pferdchen. So. Wasser geben. So. Was? Nein. So. Lass Rosinante saufen. Ja. Lass Atriu saufen. Lass Quarterhorse saufen. Lass. Kriegt jetzt erstmal einen Namen. Donkey saufen. Rosinante, Atrio. Meins. So. Du kommst jetzt mal mit.
Alter, aber jetzt ist der Zustand relativ normal, oder? Oh, guck mal, die haben sogar zwei unterschiedliche Farben. Oh, wie süß. Oh, wie toll. Das ist ja niedlich. So. Das ist die Storage, das ist hier. Ich tue hier alles in die Box rein, Ehemann, ne? Ja, das Problem ist, dass ich ja noch gar kein richtiges Lager habe, ne? Das ist ja noch... Ja, das willst du ja bauen. Also tue ich jetzt alles hier vorne rein, bis auf Fleisch. Und du kannst... Du kannst dir das ja dann sortieren, wie du das brauchst. Meine Apfelkerne tue ich auch hier mit rein, ne? Ja, ich weiß gar nicht, wie man die... Die Kacke auch. Ah, nee, die Kacke können wir in den Komposter hauen, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken. Die Kacke können wir ja in den Komposter hauen. Kannst du... Oh. Hallo, Mickey! Na, mein Süßen. Hast du schön aufgepasst? Ja, ne? Kacke? Also das, ja, das... Nur, ich kann ja... Also, es macht ja keinen Sinn, Lager zu bauen, wenn wir noch gar nicht wissen, wo Ja, das stimmt natürlich. Die Siedlung dann sein soll, ne? Also die muss ja da schon einigermaßen in der Nähe sein, sonst ist das ein bisschen blöd. Nein. Ich lass mal hier ein bisschen Dings durchlaufen, Fleisch, ne? Ja, zwinge da, Wölfe! Oh, folgt der Esel hier denn noch so? Komm mal. Ah, ja. Guter Schuss! Das war nicht schlecht. So, du bleibst erstmal. So, dann haben wir hier noch. Gleich. So. Wir müssen gucken, dass wir das Fleisch alles braten können, ne? Wieso können wir denn das nicht? Unter Umständen sind nicht genug Plätze für die ganzen verschiedenen Fleischsorten. Ach so, okay. Zwei Esel vor der Tür, aber kein Dach über dem Kopf. Natürlich! Cola und Kaffee, das ist in Ordnung. Dankeschön, Sonja, und Dankeschön, Guru. Cola und Kaffee, das ist in Ordnung. Ja, das stimmt. So. Ich würde ja mal gerne Manu ein bisschen was hinstellen wollen. Da Manu sich ja mit Sicherheit nicht... Sicherheit nicht gebildet hat. Hallo, womit? Hallo, womit? Also, ich guck.